Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ja, wie ihr gemerkt habt, kam am Sonntag kein Video. Es lag ganz einfach daran. Die Leute, die auf Instagram folgen, wissen Bescheid. Ich war ein paar Tage verreist, bisschen entspannen und fast hätte es heute auch kein Video gegeben, da ich letzte Nacht, naja, sagen wir es mal so, ich habe mir mein Essen noch mehrfach durch den Kopf gehen lassen. Jetzt ist allerdings alles wieder tutti, das heißt, heute gibt es ein Video, diesmal vom EOD 9. Ich hatte ja Teile bestellt, einmal hier diese Block-Off-Plate für die Radioantenne und einmal hier diesen Stopfen für hinten. Und das Ganze wird jetzt eingebaut und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ja, wie man sieht, ist das Ganze mit diesen Torx-Schrauben gesichert. Ich glaube, das sind auch die einzigen an der Karosserie außen. Na, also die einmal abschrauben, am besten hier unter dem Gummi sauber machen. Es ist keine neue Gummidichtung dabei. Ja, dann würde ich sagen, ich leg mal los. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Also hier ist noch so ein Metalldingi dran. Und das ist einmal hier mit einer Niete gekontert. Und das könnte man jetzt theoretisch abschrauben, absägen, wie auch immer. Ich habe leider nichts, also nicht abschrauben, aber raushebeln oder absägen. Ich habe leider nichts dabei, also muss ich mir einen Ast hebeln. Ja, mache ich dann mal, ne? So, das Originalteil ist raus. Entsprechend sieht es auch aus. Also ich habe es zerstört, sage ich mal ganz ehrlich, weil das sowieso draußen bleibt. Also, naja. Und dieses Metallding, was man gerade gesehen hat, das hier ist quasi für den Empfang zuständig. Ich biege es jetzt mal wieder anständig zurecht, gucke, dass ich die Antenne versenkt kriege und schraube dann die Block-Off-Plate an. Die Block-Off-Plate ist schon mal drin. Ich finde, es sieht deutlich cleaner aus. Und was ich vorhin gesagt habe, wegen diesem Metallstückchen, was eigentlich an die alte Geschichte dran genietet ist, die habe ich jetzt nicht mit verschraubt. Ganz einfach, weil wenn man das so wie OEM, also wie mit Antenne oben drauf packt auf dieses Gummi, steht mir das Ganze ein bisschen zu sehr unter Spannung. Dann habe ich es versucht, unten dran zu klemmen, hat nicht funktioniert. Heißt also, das bleibt jetzt erstmal weg. Macht nichts. Ich habe es versucht, Radioempfang habe ich trotzdem 1A, also Antenne ist drin geblieben jetzt. Und von daher ist das schon in Ordnung, dann bleibt das auch so. Sollte sich irgendwas ändern, wisst ihr dann natürlich als erstes Bescheid. Und ich wollte euch noch ein kurzes Update geben für diese LED-Geschichte, die ich gemacht habe. Und das mache ich jetzt mal eben kurz, weil das trifft sich ganz gut. Ja, wenn ihr euch erinnert, ich hatte ja hier das Ganze neu beleuchtet. Also sprich hier die Knöpfe. Da hatte ich ja gesagt, der funktioniert leider noch nicht. Das mache ich allerdings erst nach der Saison, weil das Ganze muss nochmal ausgebaut werden. Ne, die sind alle jetzt entsprechend rot. Na gut, der leuchtet nur natürlich, wenn Strom an ist. Das ist eigentlich auch ganz cool, das fällt während der Fahrt nicht auf. Guck mal. Der einzige, der mich aus dem Blickwinkel vom Lenkrad stört, ist der hier hinten. Der ist ein bisschen sehr grell. Die anderen sind zwar relativ hell, das kommt auf der Kamera nicht so rüber, aber das geht schon. Und na gut, man sieht es leider nicht. Der Streifen ist entsprechend weiß wie das Tachoelement. Das Problem hier ist allerdings, ich habe das jetzt schon mehrfach neu eingesetzt, dass das Ganze nicht so hell ist wie auf den Bildern. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Da werde ich mich im Winter noch mal dran setzen müssen. Als nächstes wird dann hier der Wischermotor demontiert und ich hoffe, dass das jetzt problemlos klappt. Einfach hier erstmal abschrauben und dann gebe ich euch gleich ein kleines Update, ob das alles so klappt oder nicht. So, der Wischerarm ist raus. Das Ganze ist hier nochmal geschraubt und hier oben ist das Ganze quasi nochmal geschraubt. Also hier einmal dran ziehen, dann das Ganze abschrauben. Und das Ganze sind 10er Muttern. Entsprechend ist auch hier alles raus. Was mir gerade noch aufgefallen ist, man sieht es hier, der rostet hier leicht. Das wird Ende der Saison auf jeden Fall dann auch gemacht. Der Stöpsel ist entsprechend jetzt auch drin und ist ein bisschen sehr groß für die Öffnung. Also ein bisschen kleinerer wäre, glaube ich, besser gewesen. Naja, gut, wusste ich vorher nicht. Hätte ich vielleicht vorher ausmessen sollen, anderen bestellen sollen bei Honda. Nichtsdestotrotz ist er drin, es sieht gut aus. Ist auch erstmal eine temporäre Lösung. Also das Ganze wird irgendwann zugeschweißt, damit es halt schöner aussieht.
damit der blöde Stöpsel dann irgendwann wieder rauskommt. Ich finde es allerdings so jetzt schon schöner ohne Wischer. Und ja, ihr wisst ja, ich habe ja in der Kennzeichenmulde diese zwei schicken Schrauben drin und die werde ich demnächst auch noch angehen, denn das wird ein bisschen größeres Thema. Das Problem ist, dahinter rostet es, weil klar, ist nicht abgedichtet, einfach irgendwelche Schrauben da reingedengelt. Warum, weiß kein Mensch, und das werde ich dann auch noch demnächst machen. Ich weiß nicht, ob mit Kamera oder ohne, ich denke mal ohne, weil das für euch nicht so spannend ist. Außer ihr habt das gleiche Problem, aber dann, naja gut, müsst ihr mir sonst Bescheid sagen. Dann kann ich da gerne ein Video zu machen. Ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sind fast bei 100 Abonnenten, das freut mich mega. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.